Ich bin die Nina Sedano, 45 Jahre alt, wohne in Frankfurt im Nordend und nenne mich mittlerweile die Ländersammlerin, weil ich Länder sammle und zwar im Sinne, diese Länder zu bereisen. Mir fehlt jetzt noch eine Nation, Turkmenistan, und dann habe ich alle Nationen bereist. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Anfing das, als ich mal als junges Mädchen mit 13, 15, 18 in England zu einem Sprachkurs war. Und dann auch, als ich das erste Mal in die USA gereist bin mit 22. Und dann ging das weiter, das war das erste Land Übersee. Und dann ging das immer weiter. Also, Aschgabat, ja. Aschgabat, warte mal, was haben wir denn? 10 Tage Rundreise. 10 Tage Rundreise. So ungefähr, also 10 Tage. Ich will einfach mal wissen, wann die fliegen, die Lufthansa. Zu welchen Tagen die fliegen? Du hast ja eine Tour gebucht, hast du gesagt? Nein, ich habe keine Tour, ich habe dann unten. Aber du machst eine? Ja. Du hast auch vorher schon eine Bestätigung dafür. Ja, noch nicht. Aber du kriegst die dann. Ja, die kriege ich dann. Weil, ja genau, weil das dauert 11 Tage, bis ich das okay kriege von denen. Zwei Wochen. Und die sind ab Mittwoch erst wieder da. Die haben momentan Ramadan, ja. Ich habe früher nie Länder gezählt. Mich haben immer Leute gefragt, wie viele Länder warst du schon? Und ich habe gesagt, ich reise nicht, um die Länder zu zählen. Weil da war ich 40, 50 Länder. Das war noch nicht so interessant. Und dann später fing das an, naja, da fing ich dann doch an zu zählen, als es so über 100 war und immer mehr wurde. Und ich war in Kasachstan und da war ich in einem Hotelzimmer und da war ein Balkon vor, wir waren glaube ich zweite oder dritte Stock, also es ging schon ganz schön nach unten. Und da stand auf einmal einer morgens auf dem Balkon, also angekleidet, ja, der muss wohl von dem anderen Zimmer darüber geklettert sein. Und da habe ich gedacht, komm nur, die Tür ist zu. Aber dann war die Tür nicht zu, ich dachte, die wäre zu gewesen. Und da ist der ins Zimmer reingekommen, da habe ich dem auch eine gescheuert. Ich meine, der kann froh sein, dass ich ihm eine Ohrfeige gegeben habe und nicht irgendwie geboxt habe, weil das wäre ein bisschen schlechter gewesen für seine Zähne oder so. Ich reise durch die ganze Welt. Durch ganz, ganz viele Länder. Ich war schon im Nordpol. In Polen, da war ich auch schon. Nein, am Nordpol. Am Nordpol, da war ich noch nicht. Da warst du das noch ist nicht aber an kein, allen Ländern. Das ist keine Nation. Doch. Hast du Kinder? Nein, leider nein. Hat sich nicht so ergeben. Ich hätte schon gern Kinder gehabt, aber es ist halt nicht passiert. Jetzt ist es ein bisschen spät, also jetzt nicht mehr, ja. Arme Kind, so eine alte Mutter, nee. Nein.